werden. Trainer Udo Schmuck, nach dem letzten Samstagsspiel mit der Dynamo-Realität vertraut, holte auch gleich drei neue ins Aufgebot. Zum einen aus Verletzungsgründen, zum anderen aus Überzeugung. Oberritter, Heidler und Ernst hießen die Kandidaten, die die Füchse in Schach halten bzw. in Verlegenheit bringen sollten. Doch machten die Füchse da nicht mit. Demirel überlistet Köhler, Glück für Dynamo, das Pasiek errettet. Die Berliner waren so stark, dass die Sachsen ihre erste und einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte nach 30 Minuten hatten. Schmidt, der Schütze. Es wäre sicherlich beim 0:0 geblieben, wenn da nicht nach 59 Minuten einer sein Blackout genommen hätte. Torhüter Götz auf Berliner Seiten, in Pannmanier. Maglica raffiniert. Igor Lasic zum glücklichen 1:0 Siegtreffer. Das war's. Mehr lohnte es aus Dresdner Sicht nicht zu zeigen.